Wir wollen auf dieser Tour schon etwas bescheiden sein. Zunächst rollen wir entspannt neckaraufwärts auf dem Neckartal-Radweg und lassen uns durch nichts und niemanden aufhalten. Nach einem winzigen Päuschen erreichen wir dann zügig Eichsteig, wo wir uns vom Neckar vorläufig verabschieden. Bis Marschalkenzimmern geht es nun zum ersten Mal richtig zur Sache. Die 200 Höhenmeter haben wir um diese Zeit natürlich noch locker drin. Oben angekommen gibt's dann die gut belegte Bikersemmel, damit für die bevorstehende Abfahrt nach Alpirsbach die Konzentration nicht ausgeht. Von Reutin nach Alpirsbach hinunter bremsen wir 250 Höhenmeter wieder weg und erreichen unser zweites Tal. Die Kinzig überqueren wir zügig. In Schömberg haben wir dann nach dem deftigen Anstieg von 400 Höhenmetern auf 7 Kilometer Länge fast den höchsten Punkt der Tour erreicht. Richtung Loßburg geht es dann nur noch bergab und das ist auch gut so. Freudenstadt lassen wir quasi links liegen.
Auf griffigen Waldwegen fetzt es flott hinunter bis zur Lautermühle. Den Schwung brauchen wir für den nächsten kurzen Anstieg. Dann taucht Aach vor uns auf und wir stehen praktisch am Anfang der Glatt, die hier aus zwei Bächen entsteht. 37 Kilometer braucht die Glatt, bis sie den Neckar erreicht. Aber bis dahin gilt es noch, die Augen offen zu halten. Wir folgen meist der um diese Zeit wenig befahrenen Landstraße bis nach Bettenhausen. Ab hier führt der Radweg dann direkt an der Glatt entlang. Dieser Abschnitt geht sehr gut von der Hand bzw. von der Kette. Nach einem ordentlichen Anlauf erreichen wir das Wasserschloss in Glatt. Es ist eines der ältesten Renaissance-Schlösser in Süddeutschland. Es ist sehr gut erhalten, sehr sehenswert und bei Bedarf kann ein Imbiss eingenommen werden. Die Glatt setzt ihren Weg unbeeindruckt fort. Wir folgen weiter dem Flusslauf und werden Zeuge, wie kurz vor Neckarhausen die Glatt und der Neckar zueinander finden. Hier findet dann unser Rundtrip sein Ende.